Als Ärztin für Allgemeinmedizin und als Mutter richte ich meine Worte an alle Eltern und an alle Menschen, denen die Gesundheit unserer Kinder am Herzen liegt. Und ich äußere mich in diesem Video ausschließlich, und ich betone ausschließlich, über den Impfstoff, den mRNA-Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus, welcher geplant ist, an unseren Kindern verabreicht zu werden. Die mRNA-Impfung befindet sich in der Testphase. Was bedeutet, es gibt noch keine datenfundierte Berechtigung zur Freigabe, die stattgefunden hat. Die Verabreichung der Vakzine läuft bis dato unter der Notfallszulassung. Und ich hege große Sorge und große Bedenken über die Verabreichung dieses mRNA-Impfstoffes an unseren Kindern, da weder Langzeitstudien vorliegen noch Daten über die Spätfolgen und die Auswirkung auf das kindliche Immunsystem. Als Erwachsene haben wir die Freiheit und das Recht, über unsere Gesundheit zu bestimmen. Die Kinder nicht. Wir tragen die Verantwortung. Wir sollen nicht die alte Normalität auf Kosten unserer Kinder zurückgewinnen versuchen. Wir sollen gemeinsam eine neue Normalität schaffen, mit dem Gewissen, unsere Kinder vor den möglichen Risiken und Spätfolgen bewahrt zu haben. Ich zeige mein Gesicht.